Moinsen, Magas und Margarin, es gibt mal wieder was auf die Augen, unabhängig von vom Stream. Und ich habe nämlich gerade mit sehr wundervollen Menschen zusammen ein bisschen gezockt. Und zwar The Among Us, wollte ich gerade sagen. Among Us haben wir gespielt. Und das war mein allererstes Mal. Ich habe mir heute Nacht extra noch ein Tutorial reingezogen, weil ich da noch nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich habe immer nur Gutes davon gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mann, ist das ein gutes Spiel. Wenn man damals mit seiner Oma zu Weihnachten am Tisch gesessen hat und Mensch, ärgere dich nicht gespielt hat, war das schon krass für die Gefühlswelt. Aber das heute, das war was ganz, ganz anderes. Da ging, also da war Liebe, Leidenschaft, Emotionen waren drin, Tode, Heiratsanträge, alles war dabei. Die nächsten Folgen könnt ihr euch reinziehen, denn es kommt jetzt jeden Tag eine Folge raus von dieser wunderschönen, ja, wie soll ich sagen, Session, die wir da hatten. Falls ihr sehen möchtet, wer dabei war, könnt ihr gerne unten in die Videobeschreibung reingehen und dort sind die Links zu den anderen Perspektiven oder zu den Channels von den anderen Personen. Unter anderem war da Pizmeet dabei, die Pixelhelden waren dabei, Kalle war dabei, Dalukat war dabei, Mike war dabei. Puh, es waren so viele Leute dabei. Unten findet ihr alle Links, falls ihr die anderen Perspektiven sehen wollt, denn ich kann euch jetzt schon mal spoilern. Nee, mach ich nicht. Guckt euch die Folgen an. Viel Spaß. Und denkt dran, ne? Feedback ist immer gerne gesehen. Falls ihr irgendwen geil wart, auf irgendwen geil wart oder irgendwen geil fandet oder irgendetwas schön fandet, lasst uns das wissen. Ich freue mich, der Kader freut sich und alle freuen sich. Ein Däumchen ist ein Träumchen und wie Rani immer so schön sagt, die Glocke aktivieren. Kappa. Okay, das ist das allererste Mal Among Us. Das ist das allererste Mal Among Us. Ich habe mir gestern ein Tutorial-Video angeguckt. Nachdem wir jetzt hier alle super wild Sachen besprochen haben und vorbereitet haben, weiß ich immer noch nicht genau, wie jetzt hier, was hier Phase ist. Oh, fuck, das wäre halt perfekt gewesen. Wir müssen alle töten. Okay, der erste ist dead. Ich hab mal ganz kurz erstmal so eine Metafrage. Ich hab gerade den Müll rausgebracht. Durfte ich das jetzt oder nicht? Ja, doch, das durftest du. Sieht keiner das Müll durchs Weltall. Meinst du, dass du hast Kalle umgebracht oder? Ah, Peter, tust du jetzt gerade nur so? Bist du wirklich kein Imposter, Peter? Dann hab ich mich gerade ernsthaft gefragt und dann wollte ich gerade einfach nur wissen. So, jetzt können wir uns über Kalle unterhalten. Den Trick hat Dalu auch schon mal angewendet bei alten Sachen. So, oh, darf man das wirklich machen? Oh, Peter. Ja, okay. Aber wer hat denn das... Achso, Ray hat das ja, hier. Wahrscheinlich wird Kalle 1 ihn umgebracht haben, um den Namen zu übernehmen. Entschuldige bitte, aber ich habe mich umbenannt. Ich habe diesen Namen nicht geklaut. Also ich habe zu Beginn meiner Ansage, habe ich, glaube ich, Mike sehr verstört, indem ich die ganze Zeit hergerannt bin, gefühlt. Und bei Peter habe ich auch einmal gesehen. Ich weiß gar nicht, Jay, alles gut. Ich habe nichts gecheckt. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn überhaupt der Tode? Ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Unten links, ich weiß nicht, was das ist, ob das so ein Maschinenraum ist oder so. Okay. Ich habe ihn halt gesehen, habe ihn recorded. Peter und Dalu können es nicht sein, die waren oben rechts mit mir, als wir losgingen. Moment, der liegt in dem Stromraum, in diesem dunklen Raum? Ganz unten links. Also wirklich beim ganz unten links. Ganz linke Eck, da wo das Triebwerk okay. ist quasi. Okay. Da, wo die Waffen einstellst. Lower. Da war ich deutlich. Ja, klar. Das würde ich auch sagen. Ja, ich war da jetzt. Ich war da. Peter hat mich gesehen unten rechts, wenn er sich daran noch erinnern kann. Also ich habe Jay nicht, aber ich habe dadurch auf jeden Fall gesehen. Ich wollte sagen, ich bin gerade am Ende in Dadosch reingelaufen. Ja, wir bleiben da noch über. Ich war auch unten in der Ecke. Ich habe da nur Maxi Peter gesehen. Ray, hast du irgendwen gesehen unten links, der in der Nähe war? Nee, ich bin dazu zum ersten Mal da jetzt hin, hab direkt halt da also das Stück Fleisch gesehen. Ja, das ist verdächtig, oder? Wahrscheinlich, gesehen. Wahrscheinlich war ich selber, ja. Ja gut, dann skippen wir. Hab mich nur verdrückt, ne? Was passiert, wenn ich jetzt nichts drücke? Dann passiert nichts. Ja, oder skippen unten einfach. Was ist das denn? Alles klar. Hey Jay! Wir müssen das halt wirklich heimlich machen. Hier ist Dadosch. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Oh, snap! Da ist jemand dead. Oh.
Und ich war es nicht. Oh oh, ich war es nicht. Scheiße, ey. Die Luft wird ganz schön knapp mit zwei Impostern. Ich laufe einfach Dalukarte hinterher, damit das so aussieht, als wenn ich nichts gemacht hätte. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Oh Gott, Steuerung. Oh shit, Ray. Fuck. Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe uploaden lassen, bitte? Also, wer hatte gerade Reaktor gemacht? Ray war das und ich glaube, ich war Dadosh. Ja, Dadosh war dann noch. Ja, genau. Dadosh war. Und da Dalu habe ich und Maxi gesehen. Die sind beide auch links gewesen. Ich weiß nicht, wo Mike war. Wenn, war bist Mike? Du der den Western-Hut auf hat? Ja. Okay. Wo war Mike? Wo wird Mike gefunden? In diesem kleinen Stromraum da, wo wir vorbeigelaufen sind, Dalukat, oder? Ja, also ich bin da vorbeigelaufen. Ja, du bist vorbeigelaufen. Du, ja, ich weiß, ich bin hochgegangen, genau, und ich habe den gefunden. Und wo da genau? Hinter wo ist dieser Stromraum? Könnt ihr mir das kurz unten erklären? Links. Ah ja. Wieso passieren die Morde alle unten links? Da gehe ich einfach nicht hin. Ja, der Stromraum ist der Stromraum. Aber Nils, warum bist du, als der Reaktor-Meltdown war, entgegengesetzt gelaufen? Was heißt entgegengesetzt? Also du wolltest den Alarm nicht ausmachen, du bist genau in die andere Richtung gerannt. Ey, pass mal auf, Dalukat, ich habe mir gestern ein Video angeguckt, ja, mitten in der Nacht um drei, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, außer mit der Maus klicken und irgendwie hinterherlaufen. Und nochmal was Produktives zu nennen, ja, nach Detective Jay ist für mich zumindest Dalu und Maxi potenziell möglich, dass sie gewendet sind vom Electrical Room hoch in den Kameraraum, okay, das geht. Um dann quasi von links darüber zu kommen. Dalu also Dalu und Maxi sind nicht Dalu unbedingt gerade unten. Aber Dalu ist jetzt wieder unschuldig. Aber Dalu ist nach Dalu unten gelaufen. Genau, Dalu war der Erste, der weggelaufen ist. Okay, also wenn du natürlich... Direkt nach dem Berg. Gut, ihr deckt euch gegenseitig, kann natürlich auch mal was sein, ne? Aber das kann ich also bei Dalu... habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das kann ich also bei Dalu auch bestätigen. Also selbst Nils hat gesagt, ich bin dran vorbei. Genau. Okay, aber Maxi kann bestätigen. Nee, ich bin von oben ganz alleine. Du kamst aus dem Kameraraum, mein Freund. Ja, ich bin von oben in den Kamera gelaufen, geguckt, ob da jemand tot ist, und dann bin ich wieder zurückgelaufen, ja. Was ist Kameraraum? Security gegenüber vom Reaktor. Genau, da kannst du in die Gänge gucken. Du siehst das auch in den Gängen, wenn die Kameras rot leuchten, dann ist da jemand in den Kameras. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Jay macht wieder Stunk, alles klar. Ich glaube, Maxi ist es. Aber auch gecallt, warum? Alter, können wir aufhören zu morden, okay, bitte? Irgendwas stimmt nicht. Okay, Dalu war es nicht, glaube ich. Beim O2 rechts kam mir gerade Nils, Dadosh und ich glaube Ray entgegen. Ja, ich bin auch mit dir in die Richtung gegangen, das musst du bedenken. Ne? Ja, und der Dadosh und Nils kamen aus dem O2-Raum und da lag die Leiche drin und keiner hat was gesagt. Dann wer? Nils höchstwahrscheinlich und? Beide. Ich glaube Nils und Ray müssten das gewesen sein. Die ja, ich habe gerade den Code eingegeben. Genau, wo lag denn die Leiche genau? Die lag genau vor dem O2-Ding, wo du den Code eingibst. Ja, dann hat einer von so beiden getötet und beide sind's. Aber du kannst die nicht übersehen haben. Ja doch, ich habe den Code eingegeben, bin weiter. Einer von den beiden kann ist das Robson dann. Ich bin mit Dalu hochgelaufen. Ja, dann mach ich mich mega verdächtig Nils, auf jeden Nils Fall. War eben auch sorry, Elektro. Ey. Also Nils war eben auch Elektro und hat die andere Leiche da gefunden. Wahrscheinlich auch getötet. Genau. Jetzt wird's frech, mein Freund. Aber wir sind bei 7 Leuten, das heißt, da votet man generell nicht. Ich sag so, man votet jetzt Regel? Noch nicht. Bei 7 nicht. Warum nicht? Weil du genug Leute hast, um auf jeden Fall noch genug Zeit hast, so gesehen, um die Leute rauszuvoten später. Das heißt, wenn wir jetzt den Fall, also wenn jetzt wirklich, wenn wir jetzt zum Beispiel, also eigentlich müssten wir Nils rausvoten, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Ray rausvoten würden und er hat es wirklich nicht gesehen und das wäre ein Fehler, dann wäre mit Double Kill alles vorbei. Genau, dann hätten die Imposter gewonnen. Genau. Ah, guck mal hier, die Meta-Plays. Er kann aber nicht. Also die lag mitten vor diesem O2-Codefeld. Ja, wir haben auch schon also Leichen übersehen. Also ich habe das auch schon hingekriegt. Ja, aber dieses Codefeld ist halt groß, ne? Und ja, dann, aber beim Rausrennen. Aber beim Rausrennen siehst du es doch. Also der Raum ist ja nicht sonderlich groß. Ja, da das heißt, standen aber voll viele Leute, vielleicht ist da jemand über der Leiche gelegen, ich keine Ahnung. Nils, also ich hab's Kollege gesehen, stand da drüber, aber so. Einfach Maxi hat einfach gewotet. Nee, geskippt, ja. Nee, wir skippen. Achso, ja, dann skip ich. Ah ja, okay. Wenn ich gleich tot bin, wisst ihr Bescheid. Vielleicht verarscht uns Dadosh und Maxi einfach auch und die sind's beide. Nein, Sven hat die doch mit. Ja, weil ich hab's nicht gesehen. Sven hat den Admin gemacht, ja. Okay, Sven ist es. Flawless Logic.
Ich habe ja, das Ding ist ja, ich kann mich immer damit rausreden, dass ich gestern das allererste Mal gespielt habe. Jay. Okay, warte jetzt. Das ist ein Panikknopf. Ich wollte gucken, ob jemand ermordet wurde, als das Licht aus war. Nils hätte ja, mich töten können gerade. Der Panikknopf ist in der Mitte, den. Naja, er kann ja noch Cooldown haben, ne? Ja, immer noch. Ich weiß nicht, wie lange es eingestellt ist. 22,5. Ray hat gerade unten irgendwas beim Benzin gemacht. Das sah so aus, als hätte er tatsächlich hart gearbeitet. Wie ein guter Astronaut. Also Nils ist mir am Anfang hinterhergelaufen, als ich dann nach rechts und links gelaufen ist, hat er von mir abgelassen. Ey, also nochmal, Leute, ich habe gestern Abend das erste Mal gesehen, wie das funktioniert. Also da werde ich irgendwem hinterherlaufen, dann versuche ich mich zu orientieren daran, was ich machen kann. Das kannst du auch gut als Ausrede benutzen. Ja, ey, wie viel hast du schon gespielt, Ray? Ja, was? Wie viel hast du schon gespielt, so im Among Us? Wie viele Stunden hast du? 6 Runden habe ich, also das ist jetzt meine 7. Runde, ich bin ein richtiger Profi. Ja. Mehr als ich. Ja, so viel killen finde ich halt dann... So viel killen ist es nicht, also... Okay. Ich weiß es nicht. Ey, meine Meinung kennt ihr. Ja, ich bin auch bei Nils und Ray, safe. Also, aber Nils hätte mich gerade killen können, möchte ich einmal sagen. Ja, vielleicht hat er ja noch Schiss. Was heißt denn noch Schiss? Es war dunkel, es war Licht aus, er hätte mich einfach killen können. Ja gut, aber... Muss aber auch sagen, Peter fliegt halt ganz tief unter dem Radar momentan. Und bei ihm ist es nicht dunkel. Also ich bin ja auch ein guter Arbeiter, ich mache hier meine Tasks. Ja. Ja, ich wollte nur gucken, ob jemand gestorben ist, ob jemand beim Licht ausgestorben ist. Ist nicht passiert, alles gut. Wir können mal den Task machen und wie gesagt... Ich glaube, dadurch playt uns. Ich habe echt Wie Angst. Kann ich denn jemanden playen, Sven? Keine Ahnung, das weiß der nicht. Du hast bei dem anderen Ding getan. Oh Gott. Jay, was machst du denn so einen Stress eigentlich? Ich habe einfach nur Schiss. Das ist normal. Gewöhnt man sich dran. Ja, goddammit, ey, der dritte Imposter wieder hier. Ja. Let's go. Nächste Runde. Wir müssen halt echt vorsichtig sein mit Töten. Natürlich auch aufpassen, dass wir keine Kameras und so haben. Oh. Reaktor Meltdown. Kameras. Die Kameras waren an. Die haben rot geleuchtet. Ich gehe ganz stark davon aus. Oh. Dead Body reported. Okay. Was ist jetzt schon wieder passiert? So, Reaktor Sven. Wollte hochgehen. Oh, Sven ist tot. Sven. Peter habe ich gesehen, der kann es nicht gewesen sein. Peter war, glaube ich, gerade bei Admin in der Nähe, da kam mir nämlich entgegen. Ich bin gerade an Ray in, hier drüben bei wo Navigation. Wo lag Sven denn? Ja, Moment, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will nämlich erstmal wissen, wo ihr seid. Nein, wissen, wo ich will. Sven lag. Nein, wer war in den Kamera? Was? Wer war in den Kameras? Ich. Du warst in den Kameras. Der Reaktor geht fast hoch und du gehst nicht zu den Reaktoren, um die zu deaktivieren? Ich bin mit meinen Aufgaben schon bereits fertig. Ich habe die Kameras angeguckt, wie Peter okay. verwirrt erstmal um in Medbay hin und her lief, um dann in den Admin zu laufen. Ja, ja weil ich einmal sagen. Okay, dadurch ist gerade auch oben rum gelaufen. Die sind alle, alle waren auch sehr viele waren mit rechts. Wer ist noch oben gewesen? Nur Peter? Ja, bei Medbay? Wie oben? Ja, oben bei Medbay. Peter war Medbay. Peter ist Medbay und dann ist runtergelaufen. Die Leiche liegt von Medbay nach links unter Richtung Reaktor. Ja, aber da ist die Tür zu. Da ist die Tür zu. Ich konnte da gar nicht durch. Deswegen bin ich wieder zurückgelaufen. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Das sehe ich in der Kamera nicht. Wo ist die Tür zu? So eine Zwischenfrage. Wenn du von Medbay hoch und dann links läufst du gegen eine Zutür und ich muss aber nach links hin für einen Task. Also bin ich wieder zurückgelaufen. Das glaube ich ihm sogar. Ist die Tür auch ich habe mal eine Zwischenfrage für so Anfänger. Was ist Medbay oder wo ist das? Achso, das ist das, scannst du dich. Oben ist das so eine Task, da ist runter in so einen Raum und dann bist du auf dem Scanner jetzt drauf. Voten, ne? Nice ja, play, Ray. Achso, dieser Medizinraum oder was das sein soll oder was? Genau, warum Nils? Ich glaube nicht, dass es Nils ist. Das mit Sven hätte halt auch dadurch sein sollen. Nils ist die ganze Zeit unten rechts gewesen. Nils, Maxi und ich kamen von Navigation in die Richtung jetzt in die Cafeteria. Und ich kann nur Ray bestätigen. Nils habe ich nicht gesehen. Ey, also Sven war erstmal. Es muss Nils und Ray sein. Es müssen Nils und Ray sein. Also Ray habe ich. Ich glaube, warum? Peter. Ich war doch da in Navigation die ganze Zeit. Du hast aber bei dem O2 auch. Du hast beim O2 was? Auch nichts gemacht. Wieso habe ich hier nicht mehr gewotet? Hä? Beim O2? Ja, doch. Als die Leiche in die Votes gegangen bin ich mit durch. Ja, die habe ich halt nicht gesehen. Ja, klar, das macht mich verdächtig. Okay, egal. Warum nicht war das richtig? I'm to say goodbye. Guck mal, was Ray macht. Ray, Maxi? Nee. Scheiße, Das Ding ist halt, sie waren halt wirklich auf meiner Seite. Aber dadurch hat so viel Druck gemacht. Ah! Wer drückt denn? Mit dieser Tyrannei von Dadosh und was, Peter oder was auch immer. Ich glaube das nicht mehr. Wieso?
Ray hat gerade oben das auf 2 direkt ausgemacht und Nils und Ray sollen es ja laut euch sein und Ray ist direkt dann auch runtergegangen und ich bin der Einzige gewesen, der unten gerade das O2 ausgemacht hat und ihr kamt alle erst viel zu spät und Peter genau, war gar nicht erst ich da. Ich hab rechts das Emergency-Ding gemacht. Nein, das hat Ray gemacht. Nee, Ray kam mir einfach entgegen. Alright. Das ist eine Lüge, Peter. Das war Ray. Peter und dadurch hat das gemacht. Okay, warte, ganz kurz, ich möchte das miterklären. Ray war bei O2, ich stand rechts daneben. Ich habe mich nicht hingetraut, weil ich dachte, Ray ist es so. Dann bin ich nach unten gegangen, um dann halt das Admin zu machen, ja? So, und dann kam mir Peter entgegen und Peter ist nach rechts oben gegangen. Dachte ich, okay, wenn Peter da hingeht, dann kann ich ja mitgehen, weil Double Kill geht nicht, wenn Ray alleine ist. Und wir sind nach oben gegangen, ich habe in die Task geguckt und die war fertig. Und zwar war die oben schon fertig. Das heißt, Peter hat sie oben nicht gemacht. Ich habe so ein Ding gedreht, was du quasi, wo du was links, rechts verbindest und in der Mitte so ein Verbindungsstück machst. Okay, dann hattest du eine andere Task und Peter dachte, dass es sie ist. Das kann sein, dass Peter das wirklich dachte. Oder er playt jetzt mich. Also Peter Ray hat sie gemacht. Und kurz anmerken, Peter ich und Dados waren die Einzigen, die Nils rausgewotet haben. Das Zweite, mehr oder weniger. Ja, weil Sven auch dafür war. Und Sven direkt danach gestorben ist. Ich glaube halt einfach, dass ihr Nils und Ray habt am Leben gelassen, damit wir sie jetzt einfach rausschmeißen und verurteilen. Wenn wir zwei Imposter wären jetzt immer noch, dann wäre es ein Double Kill gewesen und das Spiel wäre vorbei. Nils hätte mich die ganze Zeit killen können, hat es aber nicht gemacht. Und Ray hat gerade so zwei ausgemacht. Ray vielleicht ist es nicht, glaube ich. Dann bist du der Ich bin doch schon längst mit den Aufgaben fertig und guck die ganze Zeit die Kameras. Ich hab das doch gerade alles sogar geprüft, was du gesagt hast. Peter ist es. Peter kriegt den Vote von mir. Ja, das ist ein falscher Vote, leider. Tut mir leid, dann hab ich mich halt... Ich hab Peter definitiv gemacht. Also ich Peter ist halt hart unter dem Radar geflogen. Also ist mir egal, dann habt ihr mich halt alle geplayt. Aber ich, aus meiner Sicht, ist es Peter. Also Maxi und dadurch wahrscheinlich, weil sie halt versuchen, die Scheiße zu machen. Oh, wie gut. Zwei geht nicht, Jay, Mann. Und dadurch gibt... Jay, es geht nicht zwei, weil dann spielt das Spiel wäre vorbei dann. Wie ich gut. Ich hab gemacht. Ray lässt Jay am Leben, weil Jay halt immer für uns ist. Sehr, sehr gut. Oh, nice. Oh, nice, he got him. Oh! MVP, Mann, MVP. Oh. Sick. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mal gucken. Ja, dann ist es. Wer war denn. Maxi, du warst in den Camps. Ray muss es dann sein, oder was? Ich war gerade. Also, ich bin. Wollte gerade sagen, der Alert war ausgegangen. Das ist schwer. Du bist in Camps, also, oder? Ich hab's nicht gesehen. Es ist Ray. Warum bin ich das? Du schießt schon die ganze Zeit überall quer, diskutierst dich um Kopf und Kragen. Ich spiele jetzt das zum 7. Mal, bin quasi eigentlich überfordert. Ja, ich habe mich einmal schuldig gemacht, indem ich anscheinend die Leiche nicht gesehen habe. Direkt vor meinen Nasen, weil ich diesen Ding eingegeben habe. Nein. Also Nils hätte dich auch bezichtigt, deswegen. Also du bist es 100%ig, Maxi war nämlich in den Camps. Ich bin sicher, ich habe die Leiche gefunden. Das Ding ist jetzt, Maxi, wer hat noch eine Task offen? Irgendjemand fehlt noch mit einer Task. Irgendeiner hat noch eine Task offen, Die Toten müssen auch die Task machen, ja? Eine fehlt noch. Es fehlt eine, ja. Hast du noch einen Panikknopf? Ich habe keinen mehr. Ich hätte ihn nämlich jetzt drücken wollen. Ich könnte ihn noch drücken. Also sorry. Ich würde fast skippen und dann hoffen, dass der Geist schnell genug ist, bis ich den Panikknopf... Ich habe den Panikknopf, okay, wir bleiben also einfach am Tisch stehen und du spammst den Panikknopf. Ich bin nämlich komplett fertig mit den Tasks. Okay, aber da ist natürlich noch... Okay, gut, nee, dann spielen wir darauf. Wieso spielen wir darauf? Es ist Ray. Aber okay, wenn du das... Das Problem ist, du hättest genauso gut jetzt... Also ganz ehrlich, du musst es doch sein, so wie du die ganze Zeit rumdiskutierst. Du hast dich vorher auch mehrfach verdächtig gemacht. Nils hätte Ray doch bezichtigt, dass er ihn getötet hat, wenn er nicht sein Kollege wäre. Die haben sich... Ja, das ist einsichtig. Und Sven hat beide gesehen. Und er hätte die Leiche sehen müssen. Es ist nicht seine erste Runde, es ist seine 7. Runde. Also, das siehst du doch. Das weißt du doch, dass du es siehst. Ray ist es 100%ig. Wir können das hiermit beenden. Also, sorry, nein. Dann verlieren wir, Maxi. Dann verlieren wir. Ja, du als Imposter verlierst. Nein. Also, ich vote auf Ray. Was du machst, ist dir überlassen. Ansonsten ist es sowieso ein Skip. Oh, der Dadosch, Junge, der macht richtig Druck. Ja, genau. Ansonsten laufen wir zusammen wegen kein Double Kill. Ach nee, ist vorbei dann. RIP. Oh, hier, also hier werden Freundschaften gekillt. Oh, Alter. Sehr schön, Alter. Ja, Jay, wer war's?
Nils und Ray. Ich hab kurz ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Oh Mann, ey, es tut mir so leid. Oh mein Gott, ey. Ich war komplett überfordert. Das war meine erste Imposter-Runde. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich möchte anmerken, ich will. Das ist halt wirklich schwer für mich. Was soll ich denn noch sagen, außer ich habe beide gesehen? Ja. Das reicht nicht. Ich möchte nicht mehr mit Dado spielen. Ich möchte nicht mit Dado spielen. Der diskutiert zu viel. Ja, aber Dados hat eigentlich, so also eigentlich hat Dados alles richtig gemacht, das Spiel am Laufen gehalten. Ja, das ist richtig. Weil, also, mir ist aufgefallen, super viele, ihr seid ein bisschen zu zaghaft, das kennt man hier in Spandau nicht. Ihr seid immer so, ach ja, wir skippen nochmal eine Runde. Also ich glaube, diese Aussage mit, ja, bei 7 Leuten votet man nicht raus, hat ein bisschen was wegen der Tasks. Also ihr müsst natürlich immer gucken, also wie viele Tasks sind schon beendet. Bei 7 Leuten wolltest du nicht, denn wenn wirklich ein Falscher rausgeschmissen wird, ist das Spiel instant es sei vorbei. Es sei denn, du hast einen richtig, richtig guten Grund. Ja, aber wenn ja, dann klar, müssen wenn es aber 3 Leute mal sehen. Und Nils war schon sehr verdächtig von vielen beansprucht worden. Deswegen ja, aber nee, von 2. Wenn 2 genau. Leute einen Mord sehen, können es beide Imposter sein. Ja, ja. In dem Fall warst du. Ja, genau. 3 Leute müssen es sehen, damit es safe ist. Aber ich habe mich ja auch immer schön an Jay gehalten, weil der immer schön beigepflichtet hat. Ja, das hat mir wirklich wehgetan, als Ray hat die ganze Zeit mit mir die Aufgaben zusammen gemacht. Ray hätte ja, Jay das war auch mein wirklich, mein Herz ist wirklich am Bluten. Ray hätte ja, Sven das war auch taktisch, das war auch tatsächlich der größte Fehler, den ich gemacht habe. Dass ich Jay gekillt habe, weil der Jay war der größte Fürsprecher für mich. Ich war so für dich. Nachdem wir den Reaktor gemacht haben, dachte ich so, okay, ich laufe jetzt mit Ray zusammen, weil der ist halt cool. Und dann tötet er mich. Ja, sorry. Oh Mann, ja, der hat eine Runde gespielt. Ich raste halt komplett aus.